Ich heiße euch willkommen im schönen Paris. Beim letzten Mal haben wir für Madame Tussaud, die hier vor uns steht, 3 abgeschlagene Köpfe besorgt. Ich gebe mal gerade einen Meter auf Abstand. Ich will die ja nicht küssen, die Alte. So, wir haben 3 abgeschlagene Köpfe besorgt. Und jetzt braucht die gute Frau wieder unsere Hilfe, weil sie von einem Sansculotten-Anführer bedroht wird, den wir eliminieren sollen. Und das machen wir jetzt. Der Mann, der mich denunzierte, ist zornig, weil ich der Guillotine entkam. Er will mich bei meinem Geschäft verhaften lassen. Ich traue mich nicht dorthin. Könnt ihr in meinem Geschäft nachsehen, ob die Angestellten in Sicherheit sind? Und bitte erledigt diesen grausamen Mann. Alles klar. Genau das ist unsere Aufgabe. Wir sind ja Assassinen. Also erledigen wir den grausamen Mann. Und es reicht ja, wenn uns jemand sagt, der ist grausam. So, noch schnell den Dieb gerammt. Gibt es einen Hintereingang? Ja. Das ist ja praktisch. So, wir sollen was stehlen. Warum das? Kann ich ihn hier einfach töten? Die Alte taucht schon noch auf. Verbrüdert sich mit Aristokraten und macht dann ihre Totenmasken. Bald wird sie auch eine brauchen. Wann kommt sie zurück? Okay, ich hätte den Brief jetzt erstmal lesen können. Aber ich dachte, es ist vielleicht der falsche Zeitpunkt, wenn ich hier stehe und Briefe lesen. Also töten wir erstmal die Leute und fragen dann, was sie hier wollten. So, ja, die Gegner erinnern sich. Ich glaube ja nicht, dass die sich großartig erinnern werden. Kann ich die nicht plündern? Hier den Dicken mit der Axt. Hier steht die Frau drauf. Er guckt ihr quasi genau unter das Kleid. Unfreiwillig. So, Jean Lessard sollen wir finden. Aber wir haben ja auch einen Brief bekommen gerade. Wie finde ich denn den Brief jetzt wieder? In der Datenbank vielleicht? Fallakten? Ach nee, das sind unsere Glyphenrätsel. Verdammt. Fortschrittsanzeige? Nee, wo finde ich denn jetzt den blöden Brief? Das ist ja dämlich jetzt. Den würde ich natürlich gerne lesen. Der muss doch irgendwo in der Datenbank sein, also mal im Ernst. Oder im Inventar? Nee, im Inventar haben wir ja in der Form gar nicht. Hier können wir auch nicht direkt auf irgendwelche Missionsgegenstände springen. Fortschrittsanzeige? Ah, hier sehen wir übrigens unseren Fortschritt in der Fortschrittsanzeige. Wer hätte es gedacht? 11% Gesamtsynchronität. Also 11% vom Spiel quasi abgeschlossen. Und das in Folge 17. Wahrscheinlich hätten andere das Spiel schon abgeschlossen in Folge 17, aber... Bei mir geht es halt ein bisschen langsamer. So, aber es ärgert mich jetzt, dass ich das nicht finde. Nee, hier sind nur die Rätsel drin. Verschiedenes, vielleicht da? Objekte? Gott, alles Dinge, die wir noch nicht gelesen haben. Die lese ich aber jetzt auch nicht alle. Ich würde nur eigentlich gerne den Brief lesen. Ach Mann. Lieder. Ja, sehr schade, den finde ich jetzt nicht.
Den hätten wir eben direkt lesen sollen. Weiß ich das fürs nächste Mal auch. Das ärgert mich jetzt. Ja, man kann ja an der Stelle das Video stoppen und den Brief lesen. Das werde ich auf jeden Fall machen. Beim Schneiden dann. Dann weiß ich auch, was hier passiert ist. Wahrscheinlich findet man das auch irgendwo noch. Aber ich finde es gerade nicht. Oh, war ganz unauffällig, die Herren hier noch unterwegs getötet. So, dann müssen wir unser Opfer finden. Oh, hier sind aber viele Gegner. Okay, der da hinten ist es. Madame Tussaud ist eine verfluchte Royalistin. Mach da nicht reinhüpfen? Hey, spring da mal rein. Ja, toll. Jetzt, wo er entdeckt wurde. Ja, das hätte ich mir jetzt auch denken können, dass das nicht. Das müssen wir noch mal anders machen. Obwohl, der steht ja jetzt direkt hier drüben. Luftattentat. Herrlich. So, noch eben plündern und dann abhauen. Das hat doch ganz gut funktioniert. Hier in der Ecke. Pariser Geschichten, die Herrin der Wachsfiguren haben wir abgeschlossen. 400 Livre sind unser und wir sind um eine Menge Erfahrung reicher. What's next? Was machen wir? Was machen wir? Was machen wir? Das ist, glaube ich, die Kokarde, an die wir nicht drankommen. Hier haben wir noch immer die Fluchgeschichten. Ne, Kult. Ein Kult war's. Kult des Baphomet. Und Main Quest. Lass uns doch einfach... Wir machen mal ausnahmsweise eine Schnellreise. Damit wir nicht immer wieder quer durch die ganze Stadt laufen. So, da sind wir am Café. Und wir wollten ja auch irgendwie mal unser Einkommen ein bisschen steigern. Kann ich mir direkt mal merken, dass ich wieder 2 Minuten Ladebildschirm wegschneiden kann gleich. Oh, wir haben unser Einkommen schon gesteigert, sehe ich gerade. Wir haben ja bisher immer 20 bekommen. Und jetzt haben wir, glaube ich, gerade 190. Sehr schön. Und hier kann man ja irgendwie Renovierungen machen. Oder wie war das? Zustandsbericht... Renovieren. Wie macht man das? Okay, ach Gott. Ah ja, okay, wir müssen also unten anfangen im Erdgeschoss. Das können wir für 100 Livre renovieren. Beauftragen Sie einen Architekten mit der Renovierung des Erdgeschosses. Okay, und dann als Belohnung haben wir halt Verschönerung des Cafés und eine Kaffeemission. Okay, und die anderen können wir noch nicht machen, weil die jeweils die vorherige Renovierung erfordern. Ja, dann renovieren wir doch einfach mal das Erdgeschoss. Die Arbeiter, die das Haupthaus renovieren, haben einen kleinen Raum hinter der Küche gefunden. Sein Inhalt könnte euch interessieren. Oha. Ein neuer Raum ist verfügbar. Und das nächste, die Halle, könnten wir für 250... Jetzt möchte ich mir aber natürlich erstmal den neuen Raum anschauen. Wo war der denn jetzt? War das nicht hier hinten, die Küche? Wie sieht es in der Speisekammer aus? Die haben wir doch ganz zu Anfang schon mal gesehen. Ja, und da ist der kleine Raum. Oha, was haben wir da?
Ein Datenbankeintrag. Tagebuch von Thomas de Carneau. Lese ich das jetzt? Ah, ich klicke immer wieder falsch. So. Datenbank. Enzyklopädie. Verschiedenes. Lieder, Zeitungen. Ah, Geschichte des Café. Theater. Tagebuch von Thomas de Carneau, 12. Oktober 1307. Es ist vollbracht, alles ist vorbereitet und es gibt nichts weiter zu tun, als auf den Morgen zu warten. Mentor Guillaume de Nogaret, keine Ahnung, hat den König gefügig gemacht und sein Benedikt in Perugia starb. Steht auch Rom auf unserer... Moment. Ganz komischer Satz. Mentor bla hat den König gefügig gemacht und seit Benedikt in Perugia starb, steht auch Rom auf unserer Seite. So. Und doch ist mein Herz erfüllt von plötzlichen Bedenken. Dante und Domenico versicherten mir, dass dies ein großer Sieg wäre und dass wir sie mit Stumpf und Stiel ausmerzen würden. Doch ich zweifle. Wenn wir die öffentliche Fassade der Templer zerstören, treiben wir sie damit nicht nur in die Schatten? Vor 50 Jahren dachten die Templer schließlich ebenfalls, sie hätten uns vernichtet. Aus der Wahrnehmung der Öffentlichkeit zu verschwinden, hat sich als unsere größte Stärke und in diesem endlosen Krieg erwiesen. Und nun wollen wir unseren Feinden denselben Vorteil verschaffen? Aha. Interessant. Und hieß es nicht, das wäre eine neue Mission? Achso, die ist dann da vorne. Ah, was machen wir jetzt? Die neue Mission oder die Hauptmission? Nee, lass uns mal die Hauptmission weitermachen. Wir haben ja im Prinzip noch nicht mal davon berichtet, dass wir den Typen in Notre Dame umgebracht haben. Also gehen wir jetzt erstmal hier runter. Mein Freund, hallo. Hallo. So, schauen wir doch mal, was uns die Herrschaften hier zu sagen haben. Sah das schon immer so aus? Kirchgänger haben heute eine Leiche in Notre Dame entdeckt. Der Volksmund nennt ihn bereits den Büßer. Ist der Gerechtigkeit Genüge getan? Nicht vollständig. Sivert hatte in der Nacht von Delassers Ermordung einen Komplizen. Dieser setzte den Todesstoß. Das ist äußerst beunruhigend. Was hast du erfahren? Er arbeitete mit einem Mann namens Roi de Thun. Der König der Bettler? Seid ihr sicher? Ihr kennt ihn? Gerüchte. Die Bettler zahlen ihm Tribut. Der Mann selbst ist ein Geist. Wir setzten 3 Assassinen auf ihn an. 2 fanden keine Spur. Der dritte kehrte nie zurück. Ich kann ihn finden. Sivert traf einen seiner Adjutanten. Ich schulde es dem Andenken an Monsieur de la Serre, die Wahrheit aufzudecken. Vielleicht kannst du das sogar. Du hast dich heute als wahre Assassine bewiesen. Und ein wahrer Assassine braucht das rechte Werkzeug. Die versteckte Klinge und die Rauchbomben waren also nur, was ihr gerade zur Hand hattet? Eine Phantomklinge. Eine bescheidene Aufrüstung der traditionellen Assassinenklinge. Wo du hingehst, willst du deinen Feinden vielleicht nicht allzu nahe kommen. Nun denn, Assassine, der Rat entsendet dich zum Cours des Miracles. Finde dort den Tempelagenten Le Roi de Thun. Erfahre sein Geheimnis und dann bring ihm Frieden. Phantomklinge. Drücken Sie Steuerkreuz links, um die Phantomklinge auszuwählen. Haben Sie diese ausgerüstet, drücken Sie Left Bumper für einen Reflexschuss. Halten Sie Left Bumper gedrückt, um zu zielen, und drücken Sie Right Trigger, um zu schießen. Werden Gegner von Berserkerklingen getroffen, greifen Sie Ihre Verbündeten an. Neue Klingen erhalten Sie im Geschäft. Großartig. Hätte ich das gewusst, wäre ich da auch schon mal viel früher vorbeigelatscht und hätte denen berichtet,
dass der Typ tot ist. Was ist das hier? Assassinenrang. Derzeitiger Rang fortgeschrittener Gehilfe. Wir haben noch ein Stück vor uns. Bis zur Legende. Aber das ist kein Problem. Das machen wir doch mit links. So, erstmal wieder hier rausfinden. So, hier können wir Klingen kaufen. Mal gerade schauen. Verbrauchsgegenstände. Phantomklinge. 5 von 5. Und Berserkerklingen. 2 von 2. Das ist aber wenig. Naja. Aber das neue gute Stück müssen wir natürlich gleich mal ausprobieren. Oh, hier ist noch eine Truhe. Wo ist die? Hier unten oder oben? Ne, oben. Und noch eine Minute Ladebildschirm zum Wegschneiden. So, wen kann ich denn jetzt mit der Klinge da mal... Wie ging das? Ah, Berserkerklinge und Phantomklinge. Ich habe jetzt mal die Phantomklinge. Nutzen Sie... Ah, Mist. Der Tipp war zu schnell wieder weg. Achso, da steht aber, glaube ich, das gleiche wie vorhin. Ach, ein Aufzug. So, was machen wir? Was machen wir? Eine neue Café-Mission. Können wir mal schauen, ja, was die uns zu sagen hat. In der Bibliothek lieber als auf dem Scheiterhaufen. Ein Assassinenkontakt hat berichtet, dass die Informantin Colette womöglich enttarnt wurde. Arnaud muss herausfinden, ob das der Fall ist. Falls sie tatsächlich in Gefahr ist, muss er sie in Sicherheit bringen. Und wir bekommen eine neue Terrasse. Okay. Hat die Frau die dabei oder stiftet die? Was ich aber gerade noch ganz schnell schauen wollte, wo geht denn die Hauptmission weiter? Ach Gott, da oben. Das ist ja wieder ganz woanders. Na, dann machen wir erstmal das Theater hier weiter. Machen wir erstmal weiter mit dem Theater. Einer unserer Informanten könnte aufgeflogen sein. Sie gibt sich als Küchenmagd an der Porte Saint-Denis aus. Verfolgt die Gastwirte, findet heraus, ob sie verdächtigen und holt sie raus, falls sie in Gefahr ist. Alles klar, wir müssen den Wirt finden. Was ist denn das hier für ein Symbol eigentlich? Da unten? Weiß ich nicht. Egal. Ach Gott, 800 Meter, über 800 Meter. Ja, wieder ein Stück Weg vor uns. Aber tatsächlich, ich glaube, mit Schnellreise, so schnell ist die nicht. Da sind wir langsamer, als wenn wir hier quer durchlatschen. Die Brücke da vorne erinnert so ein bisschen an das Parfüm. Habt ihr das gelesen? Musstet ihr das auch in der Schule lesen? Ich musste das Parfüm lesen. Und da war das, da gab es doch auch so eine Brücke, auf der dann die Häuser gebaut wurden. Und die sind aber dann irgendwie eingestürzt oder so. Das erinnert mich ein bisschen daran. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo das spielte. Furchtbares Buch, habe ich wieder verdrängt. Spielte das vielleicht sogar auch in Frankreich? Ich weiß es nicht. Überhaupt diese ganzen komischen Bücher, die man in der Schule lesen musste, furchtbar. Das Schlimmste, was wir lesen mussten, war der Vorleser. Zumal wir das mehrfach lesen mussten, nämlich irgendwie in der Unterstufe, in der Mittelstufe und in der Oberstufe nochmal. Ich glaube, ich habe das Buch dreimal gelesen. Oder hätte es dreimal lesen sollen. Oder irgendwie so. Und dann wird es aber jedes Mal unter anderen Gesichtspunkten betrachtet und so weiter. Ach, furchtbar. Aber es bleibt immer wieder das gleiche Buch. Furchtbar.
Jeder Lehrer denkt sich, boah, wow, lesen wir doch mal den Vorleser. Oh, verdammt, ein Sperrgebiet. Ist das schon alles? Ah, das war keine gute Idee. Das war auch keine gute Idee. Das war sogar ausgesprochen dumm. Ich sollte echt mal aufpassen, wo ich hinlaufe. Ah, lasst mich in Ruhe, lasst mich in Ruhe. Wo sind wir überhaupt mittlerweile? Wir sind doch irgendwie schon in einem ganz anderen Stadtteil wieder, den wir wahrscheinlich noch überhaupt nicht kennen. Ich muss da echt mal mehr drauf achten. Aber ich laber immer und laufe einfach mal geradeaus. Und plötzlich haben wir den Salat. So, ich gucke erstmal auf die Karte. Wo sind wir denn? Ach ne, hier waren wir schon, tatsächlich. Das ist einer von den Zweien, die wir in der vorletzten Folge aufgedeckt haben. Weiß ich gar nicht so genau. Und da oben müssen wir hin. Naja, gut. Aber dann ist das auch eigentlich ein Stadtteil Schwierigkeit 2, der uns also gerade eigentlich genau entspricht. Trotzdem sollte man nicht mitten in ein Sperrgebiet reinrennen. Vor allem, wo so viele Wachen sind. Ja, genau, hier ist wieder der Markt, ich erinnere mich. Und dann sind wir da drüben an der Kirche oder was das da ist, hochgeklettert. Und da war dann auch direkt eine Kokarde noch. I remember, I remember. So, zurück zu den Büchern. Was habt ihr, was musstet ihr für Bücher in der Schule lesen, die euch genervt haben? Ich weiß noch, ich hatte das große Glück, das verdammt große Glück, im ersten Jahrgang zu sein, der das Zentralabitur gemacht hat, hier in Nordrhein-Westfalen. Das war die größte Scheiße, die man sich hätte ausdenken können. Und jetzt überlege ich gerade, da war nämlich ein... Oh, hier wird wieder gesungen. Nett. Ich kann leider nicht mittanzen. Das wäre natürlich auch schön, wenn man jetzt noch hier irgendwie eine Schaltfläche fürs Tanzen hätte. Ja, Zentralabi. Ganz furchtbare Sache. Eine der schlechtesten Ideen, die man haben konnte. Vor allem für unseren Jahrgang, der das irgendwie erst viel zu spät mitgekriegt hat. Dann hieß es plötzlich, ja, jetzt müsst ihr Zentralabi machen. Dumm gelaufen. Schaffen wir auch jetzt eigentlich gar nicht mehr den ganzen Stoff. Müssen wir aber trotzdem versuchen. Und jetzt überlege ich gerade, welches Buch das war. Da war ein Buch damals, das dann eben verpflichtend war als Inhalt. Und das war auch so ätzend. Aber es fällt mir gerade nicht mehr ein. Ich habe es echt verdrängt. So, was muss ich noch machen? Achso, ich soll mich da verstecken. Ja. Na, was gibt es so Wichtiges, Soma? Diese verfluchte Küchenmacht. Lothar, wie sie einen Zettel unter einen losen Stein versteckt. Ich wusste nicht mal, dass die Schlampe lesen kann. Na und? Sie schreibt sicher bloß ihren Freunden aus der Gosse. Dachte ich auch zuerst. Doch dann habe ich die Nachricht gelesen. Sie wusste von Rana. Sie kannte Einzelheiten unseres Plans. Sie ist eine Spion. Ha! Was hat man nun davon, dass man Kriegsweisen aufnimmt? Was sollen wir tun? Keine Sorge. Ich kümmere mich darum. Okay, die Spionin ist scheinbar wirklich aufgeflogen. Und wir müssen den Typen töten. Was erstmal kein Problem war, hätten wir nicht schon wieder auf uns aufmerksam gemacht. Der ist aber auch stark. Ja, der ist ja auch... Ah, fuck it. Wie war das hier? Left, left, da. Heilen! Der ist viel stärker. Der ist auf Level 3. Alter! Ach, jetzt muss ich erst nachladen. Nee, ist klar. Reflexschuss, ich merk schon. Boah, was ist denn das für ein Kannibale hier? Mei.
So, das war unser eigentliches Opfer, den kann ich jetzt aber nicht mehr plündern. Da kommen schon die nächsten Extremisten an. Ach komm. Doppelattentat, wo wir gerade hier so alle nett zusammen stehen. Töte ich euch auch noch eben. So. Kann ja nicht schaden. Guck mal, jetzt hat er wieder so einen Anfall da. Also wenn ich die Leute plündere, bevor er das Schwert gesteckt hat, dann kriegt er so einen epileptischen Anfall, Herr Arno. Mit Colette sprechen. Wo ist die gute Frau? Die sich ebenso unauffällig verhält wie wir. Die also auch aufgeflogen ist. Hey, wovor hast du Angst? Ich habe was ist das hier? Das Armenviertel wahrscheinlich. Was war los? Ich habe jetzt gerade nicht zugehört. Irgendeiner macht da Stress. Ich laufe erstmal weiter. Oh, ich sehe gerade, hier ist... Da ist ein Aussichtspunkt. Den können wir doch direkt mal mitnehmen. Wo wir gerade dran vorbeilaufen. Halte ich das für eine gute Idee. So, und jetzt wurmt es mich gerade die ganze Zeit, dass ich nicht mehr weiß, wie das Buch hieß. Das damals so groß im Zentralabi war, im ersten Durchgang, dass jeder lesen musste. Das war so ätzend. Alle haben sich so aufgeregt. Das fällt mir gerade nicht ein. Das nervt mich jetzt. Das kennt ihr sicher auch, wenn ihr auf den Namen nicht kommt. Wir synchronisieren erstmal. So, dann da runter. Und jetzt können wir auch nach der Lady suchen gehen. Ach komm. Stellt euch nicht so an, Leute. Ganz unauffällig. Wie praktisch, dass hier so viel Zeug rumsteht. Dadurch haben die jetzt gar nicht gesehen, dass ich den umgebracht habe. Der da hinten zum Beispiel. Ach, der steht auch noch draußen. Pinkelt der gerade? Hat der gerade gegen die Wand gepinkelt? Ih, dann stehe ich da jetzt drin. Wenn ich jetzt plündere, packe ich da genau rein. Ich habe Handschuhe an, oder? Ist ja eklig. Darf man das machen? Männer beim Pinkeln töten? Das ist wahrscheinlich unehrenhaft. Aber was pinkelt der da auch wild in die Büsche? Das geht ja mal gar nicht. Ach so, du bist ein Feind. Hallo. Und da drüben steht noch einer. Ich wollte gerade sagen, so unaufmerksam kann man doch gar nicht sein, dass du das jetzt nicht mitgekriegt hast. Doch genauso wie der da drüben. Hallo, hast du was gesehen? Du guckst mich genau an, während ich deinen Kumpel töte. Aber es scheint dich nicht zu stören. Ihr seid ja Helden. Oh, das ist sicher nicht gesund, die Haltung, in der der Arm da liegt. Plündern kann ich ihn nicht. Oh, hier gibt es wieder was zum Interagieren. Ist das wieder was? Haben wir das schon gelesen? Ja, das ist wieder das, was wir schon gelesen haben. Zum Glück. Hier kann ich noch plündern. Und dann sprechen wir mit der jungen Dame. Von der ich noch gar nicht weiß, ob sie eine junge Dame ist. Ja, geht. Madame Goose schickt mich. Ihr wurdet enttarnt und müsst von hier verschwinden. Oh, da ist sie ganz schockiert. Muss ich sie jetzt begleiten und beschützen? Nee. Ich muss einfach nur abhauen.
Die wird schon zurechtkommen. Die macht das schon. Die hat bestimmt unheimlich viele Waffen unter ihrem Rock. So, die nächste Theatermission haben wir damit erledigt. Und haben eine neue Terrasse. Das ist doch mal eine Belohnung. So, wo sind wir jetzt und was können wir machen? Jetzt sind wir schon wieder ganz in der Nähe von der Hauptmission. Das Königreich der Bettler. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir das doch mal an. Sequenz 4, Erinnerung 1. Irgendwo im Cours de Miracle gibt es einen Agenten der Templer, der weiß, wo sich Leroy de Thune befindet. Findet diesen Agenten. Ah, müssen wir wieder zurück. Kommen wir hier hoch? Natürlich kommen wir hier hoch. Und ich denke immer noch darüber nach, wie dieses dämliche Buch hieß. Es war irgendein Frauen... Ich glaube, es war Emilia Galotti, kann das sein? Emilia Galotti, ja. Irgendein Frauenname wollte ich gerade sagen. Das war's, glaube ich. Und das Buch war natürlich in aller Munde, weil jeder, der so ungefähr in dem Alter war, in dem Jahrgang Abi zu machen, musste dieses Buch lesen. Emilia Galotti. Ich glaube auch tatsächlich, dass ich es gar nicht ganz gelesen habe. Ich war da irgendwie so Mut zur Lücke mäßig drauf. Aber Zentralabi hat auch echt total genervt. Nee, ich helfe jetzt nicht. Das sieht auch krass aus hier, die Gegend. Also mal wieder was ganz anderes mit den ganzen Tüchern. Keine richtigen massiven Dächer, sondern... Ja gut, wenn es um den König der Bettler geht, dann ist das tatsächlich hier das Armenviertel, nehme ich an. Doppelattentat! Und da kommen wieder neue Gegner. Und die sind auch noch stärker als ich, das ist natürlich schlecht. Ich habe jetzt immer noch nicht das mit dem Schießen ausprobiert, so richtig. Ah, jetzt habe ich es ausprobiert. Hat funktioniert, ich habe geschossen. Reflexschuss, 50 Credo-Punkte. Phantomklingenkill, nochmal 50 Credo-Punkte. Sehr schön. Einen kaputten Kamm hatte der Mann dabei. Schokolade! Juhu! Was gibt's Besseres, als bei einem toten Gegner Schokolade zu finden als Belohnung? Das ist ja großartig. So. Knappe 50 Meter vor uns beginnt die nächste Mission. Aber natürlich ist wieder eine Wand in dem, im Weg. Ach ja. Emilia Galotti, wie ich sie gehasst habe. Wie ich sie gehasst habe. Das Königreich der Bettler. Okay, wir müssen uns hier umschauen. Hier ist auch irgendwo noch eine Kokarde, habe ich gerade gesehen. Da an der Ecke. Die können wir ja direkt mal mitnehmen und uns dann von da aus umschauen. Ach, die ist hier in dem Turm irgendwo. Hätten wir die ja eigentlich eben schon sehen müssen, ne? Das war doch der Turm, der auch der Aussichtspunkt war, oder nicht? Oder nicht? Wo ist denn das Ding? Ach, da oben. Ne, es könnte auch ein anderer Turm gewesen sein. Gibt es mehrere solcher Türme, sehe ich gerade. Da drüben ist noch einer. Und da hinten. So. Einmal schnell das Ding mitnehmen. Ah, dann können wir hier auch runterspringen. Okay, hier sehen wir noch nichts Interessantes. Springen wir erstmal da runter.
irgendwie spannend. So hier abendlich, dunkel. Interessante Gegend. Wahrscheinlich so eine Gegend, wo man gerade abends nicht rumlaufen möchte. Das Gesicht einschlagen. Halt immer eine Hand an deinem Geldbeutel und alles wird gut. Komm her! Ich zerquetsche dich wie eine Kartoffel! Meinst du mich? Redest du mit mir? So, wir sollen einen Agenten finden, ne? Oder wie war das? Ich glaube, ich heile mich mal gerade. Das ist vielleicht eine gute Idee. Dann möchte ich die beiden Herren da hinten umbringen. Guck doch nochmal weg. Sehr schön. Ohne Gegner ist es viel einfacher, sich umzuschauen. Wirklich, so als Tipp, wenn man keine Gegner hat, macht das die Sache viel einfacher. Aha. Ein goldenes Persönchen. Höchst sorgt er für Anpassungen. Doktor, nehmt ihm den Fuß ab. Was? Oh, das würde ich lassen. Seht. Hübsch, nicht wahr? Das gute Volk von Paris spendet mehr Geld an Verkrüppelte denn an ganze Bettler. Leroy de Thunes sieht in diesem Sachverhalt eine Möglichkeit, seine weniger erfolgreichen Angestellten zu motivieren. Dieser Mann verlor einen Fuß. Nun könnt ihr losstürmen, für einen Aufruhr sorgen und all die Ratten zurück in ihre Löcher scheuchen. Oder ihr taucht in der Menge unter und folgt den Ratten zu ihrem König. Egal wie, den Fuß kriegt er nicht zurück. Erledigt. Bringt ihn in die Klinik und lasst die Wunde ausbrennen. Dann schickt ihn zurück auf die Straße. Komm schon, hoch mit dir. Ich verstehe euren Rat. Tatsächlich? Wer seid ihr eigentlich? Warum helft ihr mir? Hohoho, ich beobachte euch schon seit geraumer Zeit, Arno. Ich erachte es als meine ureigene Pflicht, all jenen zu helfen, die mit mir gemeinsam das grausame Schicksal in der Bastille teilten. Und es liegt in meinem Interesse, den König der Ratten in der Falle zu wissen. Und zu mir selbst. Ich trage den ehrenhaften Namen Donatien Alphonse François, Marquis de Sade. Besucht mich doch, wenn ihr genug davon habt, geschmeißt zu jagen. Oh, das ist aber mal eine hübsche Spur. Viel Glück! Ekelig. Alles klar, wir folgen der Blutspur, nehme ich an. Ich weiß, wo die Schornsteine sind. Welche denn? Die seine Hoheit einbauen ließ, als er den Untergrund übernahm. Leg dich auf einen von denen. Im Eilschritt, Leute! Seine Hoheit ist kein Freund von Trödelei. Ja, der sieht uns. Verdammt, er hat uns gesehen. Okay, es ist also nicht unsere Aufgabe, gesehen zu werden. Es ist natürlich nie unsere Aufgabe, gesehen zu werden. Es ist unsere Aufgabe, nicht gesehen zu werden. Das wollte ich sagen. So, wir folgen wieder der hübschen Blutspur. Die seine Hoheit einbauen ließ, als er den Untergrund übernahm. Leg dich auf einen von denen. Du schläfst warm wie eine Katze vor. Im Alten, Leute. Seine Hoheit ist kein Freund von Trödelei.
Verdammt! Da stand, ich sollte Leute mit der Phantomklinge töten. Das wollte ich einfach mal direkt erledigen. Welche denn? Die seine Hoheit einbauen ließ, als er den Untergrund übernahm. Leg dich auf einen von denen und du schläfst lahm wie eine Katze vom Kamin. Im Elfschritt, Leute! Seine Hoheit ist fett und von Prügelei. Wer hat dich umgebracht? Ach nein. Ich war gerade so gut. Dachte ich jedenfalls. Ich weiß, wo die Schaustelle ist. Welche denn? Die, die seine Hoheit einbauen ließ, als er den Untergrund übernahm. Leg dich auf einen von denen. Und zwar eher, als ihr denkt. Glaubt mir. Das war aber knapp. Voll ins Gesicht. So, ich fürchte, ich habe keine Zeit zum Plündern, sonst verliere ich den Typen aus den Augen. Gehen wir nachher was trinken? Wo gehst du hin? Ich will auch spielen. Nein! Es gibt ein tolles Spiel, bei dem ich dir den Kopf abreiße. Noch wie es schrie und wie lange es andauerte. Nur wegen eines kleinen Fehlers in der Buchführung. Machst du Witze? Ich dachte, er hätte wenigstens was abgegriffen oder so. Nein, er hat eine Eins im Buch falsch gesetzt. Gut. Also im Einschritt. Sagen. Recht so! Lauf, du Hohensohn!
Bringt ihn hinein, schnell! Irgendetwas stimmt hier nicht. Er ist tot hier. Dann werft ihn in die Gosse und schwingt eure Ärsche rein. Und jetzt? Kirschbombenköder. Komm her! Ich erledige den Rest! Achso, nee, in die Richtung muss ich. Ja, genau du! Bleib stehen! Wie geht denn das mit den Kirschbomben noch gleich? Sollen wir Kirschbomben? Mosche? Ich finde dich! Es gibt keine Also bei dem Blutverlust, den wir da eben gesehen haben, wundert es mich nicht. Verdammt. Da steht er halt direkt vor. Wundert es mich nicht, dass der Typ verreckt ist. Wir sind ja da einer ordentlichen Blutspur gefolgt. So, wie mache ich das jetzt mit dem Kirschbomben am ungeschicktesten? Kann ich die auch werfen? Irgendwie? Wohin werfen? Oh ja, das war sinnvoll. Alle schießen. Ich hätte das mit der Berserkerklinge mal ausprobieren können. Das haben wir noch gar nicht ausprobiert. So. Jetzt müssen wir da rein. Also das Prinzip mit diesen verstümmelten Bettlern, das kennt man vielleicht auch schon, wenn man Slumdog Millionär geschaut hat, den Film. Da haben die ja auch den Jungs die Augen rausgebrannt, glaube ich. Weil blinde Bettler mehr Geld verdienen. Fuck. Ich glaube, es hat jetzt zwar überhaupt nichts gebracht, aber ich habe eine Kirschbombe eingesetzt. Fuck it! Ach man! Ich habe so die leise Ahnung, dass wir vermutlich das in dieser Folge nicht mehr schaffen, weil die jetzt schon 50 Minuten läuft, ungefähr. Ja, ich schneide ja noch Ladebildschirm weg, aber... Trotzdem. Ich versuche jetzt einfach mal, scherzeshalber, die Berserkerklinge. So, wie läuft das jetzt? Jetzt wird der wahnsinnig und greift seine Freunde an. Tatsache. Cool, aber der andere hat gewonnen. Du kannst nicht entkommen! So, und den Sinn und Zweck dieser Kirschbomben habe ich auch noch nicht ganz verstanden. Sollen die Leute ablenken? Ich denke schon. Ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Das ist zwar ein bisschen unschön, mitten in der Mission abzubrechen, aber das erhöht die Spannung auf das nächste Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis bald.